Wir sehen hier Star Wars Outlaws. Eigentlich eine okay Wertung von 76, aber ich sage jetzt auch mal wieder diese typische, in Anführungszeichen, diese Ubisoft-Wertung. Ne? So ganz okay, aber irgendwie scheint es in den letzten Jahren nicht wirklich zu einer 80 oder gar zu einer 90 plus zu reichen. Und auch hier wieder, also wir zählen mal auf der Haben-Seite, wir haben eine unglaublich hochgepolischte Snowdrop-Engine, ne, die selbst eine 4080, eine 4090 an ihre Grenzen bringt, ohne Frame Generation und ohne DLSS. Wir haben ein tolles Star Wars-Feeling, eine tolle Art und Weise, Star Wars zu spielen. Es gab bisher noch kein richtiges Open-World-Spiel, wenn man mal von den MMOs und Knights of the Old Republic und so absieht. Ne? Aber ein modernes Open-World-Spiel gab es noch nie von Star Wars. Und trotzdem landet man wieder in diesem Ubisoft-Bereich von Mid-70ern. Und auch der User-Score ist eher average. Woran liegt es? Scootorama, ja. Kannst du dir das erklären? Ich glaube, klar, da ist viel Hate dabei. Und das sind auch viele, die eigentlich keine Ahnung von Star Wars haben. Ganz ehrlich, nennen sich Star Wars-Fans und bewerten das Spiel dann schlecht. Da gab es ganz viele davon. Deswegen ist auch der User-Score so niedrig. Ja. Also ich glaube, dass bei allen Ubisoft-Games, und dann fangen wir an bei Assassin's Creed, seit sie die Assassin's Creed-Reihe neu gestartet haben mit Odyssey. Damals gab es ja, also ich kann mir vorstellen, dass das einen riesen Aufschrei gab, auch wieder unter den Haters, weil die dann natürlich sagen, das ist doch nicht mehr mein Assassin's Creed, aber dafür war es was Geiles Neues. Da haben sie wirklich, da haben sie die erste Open World im 3D-Look neu gestartet. Und es war auch ein neues Spiel, das haben sie ganz anders gemacht. Dann kam danach Odyssey und Valhalla. Valhalla war nochmal, das war das erfolgreichste Spiel von Ubisoft. Und jetzt kann ich mir das nur deshalb erklären, dass hier Star Wars Outlaws wieder mal der Durchschnitt, den Durchschnitt nach unten drückt oder auf dem Durchschnitt landet, den alle Ubisoft-Spiele bekommen. Weil ich das Gefühl habe, die Erwartungen an Ubisoft sind dementsprechend hoch, dass kein Spiel, das kommt, dem Hype gerecht werden kann. Obwohl das hier ein gutes Spiel ist, haben die Leute noch mehr erwartet. Und es ist wirklich ein gutes Spiel. Das sieht grafisch, wir haben es ja analysiert, top aus. Die Story ist schön, den Artstyle getroffen für alle Star Wars Fans, weil das ja wirklich in die 70er Welt reinpasst, das Star Wars repräsentiert. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass die Erwartungen, und da muss ich den Börsenkurs wieder nehmen, ich halte nicht viel davon, auf den Börsenkurs zu schauen, wenn ein Spiel released wird. Die Börsenerwartung ist immer eine ganz andere. Das wird immer mehr erwartet, als nachher rauskommt. Wenn die mit der Erwartung auf den Punkt landen und sagen, wir haben genau so viele verkauft, wie wir vorher gesagt haben, dann sinkt der Börsenkurs. Und den kannst du nur in die Höhe treiben, wenn du deine Erwartungen übertriffst. Und genauso ist es beim Metascore auch. Mhm. Wenn die Erwartungen noch mehr übertroffen hätten, dann würde auch der Metascore in den 90er landen. Und das ist für jedes Ubisoft-Spiel schwer möglich. Ubisoft hat allgemein sehr, sehr hohes Level an Qualität, die die raushauen, ob es die Hater zugeben wollen oder nicht. Und wenn sie die Qualität treffen, dann ist der Metascore auf dem Durchschnitt. Ja, also Gentleman, ich denke, wie siehst du das? Also ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Devil hat es ja auch gesagt, okay, dass es die Formel nicht so krass nutzt, aber sie nutzt sie halt noch, aber halt weniger intensiv. Es ist halt so, dass es viele dann trotzdem noch als Abarbeiten ansehen, wenn man dann, was weiß ich, 20 Aufträge drin hat oder so. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil ich habe es halt, wie gesagt, nicht so gespielt. Also wenn es doch 10 Stunden durchaus oder so ein volles Questbook ist, das kann ich es mir gut vorstellen. Es ist ein bisschen komisch, weil Sony macht genau dasselbe und kriegt krasse Wertungen. Aber die Ubisoft-Spiele, ich sage, sie haben viel Kredit verspielt durch das Ausreizen in jeglichen, also es sind ja nicht nur die 3 Assassin's Creed Spiele oder sowas, die diese Formel benutzt haben, sondern alle. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass Assassin's Creed diese Formel benutzt hat. Ich glaube, dann wäre das nicht das Problem, dann wäre es vielleicht das 4. Spiel. Und ich denke, dann würde das auch eine 80 locker kriegen. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt das 15. bin oder so, ich habe keine Ahnung, wie viel sind da, Far Cry mit dazu, genau dieselbe Formel, bloß mit Buffer, ne, zum Beispiel. Also aber wenn man das jetzt alles dazu nimmt. Den Trichter, den ich angesprochen habe. Ja, ja, ich meine nur. Die leiden darunter, dass die anderen Spiele ähnlich sind. Ja, das schon, das schon.
Aber Wenn du das sie Spiel sind, unabhängig zu. bewertest, müsstest du machen, dann würde der Score wesentlich höher sein. Man müsste mehr von der Formel ab, noch mehr von der Formel abweichen. Vielleicht Richtung, das passt zwar jetzt, also ich muss dazu sagen, das passt vielleicht noch nicht mal unbedingt in dieses Setting rein, ne? Aber so ein bisschen mehr à la Zelda, wo man einfach mehr auf Erkundung setzt, ne? Und das macht man ja jetzt in den Assassin's Creed ähnlichen Spielen ja auch schon mehr. Also da haben sie, das haben sie ja schon durchaus schon gemacht. Es ist, sag mal, die Open Worlds à la Ubisoft sind einfach nicht mehr so beliebt. Das, und das wird sicherlich bei den Testern nicht anders sein. Da ist eine gewisse Übersättigung da. Und dann reißt es zwar raus, dass das Setting und die Technik geil ist. Deswegen hat es jetzt keine 70, sondern schon noch Richtung 80, sage ich jetzt mal. Aber das reicht halt nicht, um über diese 80er-Grenze zu hupsen. Ne? Da müsstest du dann vielleicht noch ein, zwei Dinge mehr drauf hauen. Das ist Guck, halt aber das Ding. du sagst es, Übersättigung, das ist so ein Punkt, den ich meinte. Wenn die anderen Ubisoft-Spiele nicht da wären, dann wäre das Spiel genial. Ja, Man bewertet es halt immer im Kanon natürlich. von, das ist ein Ubisoft-Game, okay, dann hat es nicht meine Erwartungen übertroffen, dann kommt es nicht höher. Deswegen wird es da einkategorisiert, wo es ist. Wenn du das unabhängig bewerten würdest, was würdest du dem für eine Score geben? Ja, jetzt kommt erstmal meine Bewertung, warum der Score da ist, wo er ist. Aus meiner Sicht greifen da zwei Dinge. Das eine ist, ich fange mit dem einen an, Ubisoft versucht immer möglichst ein Spiel für ein sehr breites Publikum zu machen. Und möglichst alle Komponenten abzudecken. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, sodass wirklich viele sagen, ja, das ist ein okayes Spiel. Aber es ist so ein bisschen, wenn du alles ein bisschen kannst, dann kannst du eigentlich nichts richtig gut. Und das ist auch bei Avatar, das ist auch bei Assassin's Creed so. Man wagt sich zu wenig, irgendwas Neues auszuprobieren, was Revolutionäres, und wirklich zu sagen, okay, unser Spiel ist jetzt ein Vertical Slice, was irgendwas ganz toll kann. Nämlich irgendwie die Schleichmechaniken sind ganz, ganz, ganz super. Und alles andere nicht so gut. Oder die Weltraumschlachten, das ist unser Unique Selling Point. Oder die Blasterkämpfe. Oder die Quests. Und stattdessen macht man von allem ein bisschen. Man macht es gut. Aber keine dieser Mechaniken ist jetzt wirklich was Brandneues oder sticht hervor. Das ist Also, das eine, aber das ist auf der anderen Seite von der Politik her gut, weil wenn du möglichst breite Masse ansprichst, verkaufst du viele Spiele. So, aber jetzt kommt das andere und das ist vielleicht noch der größte Kritikpunkt und ihr seht es auch schon eingeblendet. Ne? Das ist zum einen die Preispolitik. Ne? Star Wars startet halt irgendwie, ich das glaube, mit einem stimmt ja. 70-Euro-Preis. Der Season Pass wird gleich mitverkauft, kostet 40 Euro und dann auch nochmal 20 Euro on top für irgendwelche Cosmetics. Also da seid ihr mal schnell bei 130 Euro. Das ist einfach eine Stange Geld und auf der anderen Seite, was wollen sie damit erreichen? Sie wollen euch natürlich ins Abo bringen. Und wenn man die Leute erstmal im Abo hat, dann muss man natürlich eins machen, man darf sie möglichst nicht wieder verlieren. Und das, finde ich, merkt man vielen, vielen Ubisoft-Spielen an. Sie sind einfach künstlich in die Länge gezogen. Star Wars ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber allein schon die Tatsache, dass ich jetzt schon weiß, es wird zwei Season Passes geben und der erste kommt auch schon in diesem Jahr. Da merkt man eigentlich schon, in der Entwicklung ist ganz, ganz viel berücksichtigt, wie kriege ich die Leute möglichst lange im Abo gehalten. Ne? So, dass man im Prinzip Content, der normalerweise in ein Spiel gepackt wird, zieht man künstlich auf mehrere Season Passes, Editions, DLCs hinaus. Und das sieht man vor allem daran ganz deutlich, das könnte man sagen, ja, alles graue Theorie und Verschwörungstheorie in Lied, aber das sieht man darauf, achtet mal auf den Release-Zeitpunkt. Der Release-Zeitpunkt war jetzt Ende August. Und jetzt spult mal 3 Monate vor, lest 2 Monate sogar nur, ne? Dann laufen die ganzen Ubisoft-Abos aus, ne? September spielt man noch und dann ist Ende Oktober und dann haben die meisten wahrscheinlich alles gesehen. Aber was steht denn dann vor der Tür? Dann steht nämlich genau länger als 2 Monate entfernt am 9. November Assassin's Creed Shadows vor der Tür. Und dann werden die Leute sagen, okay, dann verlängere ich mein Ubisoft-Abo. Und Ubisoft macht das hier ganz, ganz geschickt. Das machen sie auch nicht erst seit Outlaws, das machen sie schon eine ganze Weile, dass die ihre großen Releases so timen, dass die Leute maximal lang im Ubisoft Plus-Abo sein müssen. Und das ist für mich eins der Hauptprobleme, ne? Dass man sagt, wir müssen möglichst viele Leute abholen, deshalb wagen wir zu wenig Uniqueness. Und auf der anderen Seite versuchen wir, die so lange im Abo zu halten und unseren verstreuten Spiele-Releases wirklich dieses zu fördern, dass die Leute lange im Abo bleiben. Und das tut dann halt so einem Einzelspiel wie Star Wars Outlaws nicht gut.